Hi, Cookie hier und willkommen zurück zu einer Folge Mind Factions 2. Wir haben hier wieder unsere charmanten Menschen und join mir doch direkt mal auf den Server. Wir haben das letzte Mal ein paar Leute vernichtet. Die komplette Stadt ist gestorben. Ja, also einmal schon. Es hat sich herausgestellt, dass zwei Teams komplett gewiped sind und jetzt eine Aufnahmesperre haben und wir jetzt hier wieder in unserer Höhle sind. Ich finde das super. Während der Pause haben die Gelben erstmal, von denen wir ja Bardor oder Cookie Bardor gekillt hat, geschrieben, dass wir brennen werden. Das heißt, wir haben uns auf jeden Fall schon Feinde gemacht. Sehr gut, sehr gut. So geht man auch ins Spiel. Krieg, Mann. Ich will Krieg. Ich will auch Krieg. Ich will alle töten. Wir haben jetzt auch mal einen Brustpanzer. Ich werd mal vielleicht ein bisschen gucken, dass ich jetzt ein bisschen an Erde rankomme, damit wir hier ein kleines Feld aufbauen können. Wir haben, glaube ich, zwar noch keine Samen oder sowas, aber... Ja, ich buddel mich gerade einfach mal nach oben, dass wir einen Weg an die Oberfläche haben. Das ist eine gute Idee. Und so weiter dann herzubringen. Das ist ganz praktisch, ja. Hier unten ist auch ein bisschen Erde. Ach, diese Geräusche hier sind nicht normal, ne? So, Mann. Ja, zumindest ist jetzt so der erste Druck weg, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt sterben, ist nicht mehr ganz so peinlich. Was ist das jetzt hier für ein komisches Herz? Da unten in dem Creeper-Dungeon, ihr erinnert euch? Ja. Da steht ein Super-Creeper. Ja, das ist ganz nice. Super-Creeper ist super. Vom Blitz getroffen. Der sieht vom Blitz getroffen aus, ja. Lass mal da hingehen. Das ist nett, oder? Mit Pfeil und Bogen könnte man dann aber theoretisch einfach runterschubsen, das ist ja kein Problem mehr. Alter, also ich habe hier richtig viele Creeper umwanzt, oh Gott. Weil wir haben da, wo du bist, auf jeden Fall schon mal einiges an Erde. So blöd es klingt, aber für uns ist das wertvoll. Es ist halt tatsächlich mal ganz praktisch für die Saplinge, die wir noch brauchen. Haben wir eigentlich Saplinge bekommen? Für die Felder und so weiter. Hat irgendjemand Samen, irgendwas? Nee, gar nichts. Gar nichts gekoppt. Wir haben halt diese Kupferbeeren, ne? Ich glaube, die kann man auch essen, oder? Nee, die kann man schmelzen quasi zu... Oh. Du Ingrids dann. Ah, okay. Oder zu Nuggets. Wo bist du nach oben gegangen, Flo? Ach, hier. Wasser gefunden? Ja. Okay, gut. Ich brauchte nämlich mal ein paar neue Spitzhacken. Mach mal da oben, haben wir auch noch Wasser. Ich mach schon mal ein Stück weiter. Auf jeden Fall so ein bisschen Erde hinplatzieren, damit wir da so ein provisorisches Feld haben. So, hat eigentlich irgendwer schon mal eine Truhe platziert? Ja, hier. Ja, klar. Eine steht irgendwo, ja. Oh, okay. Ich habe Eisen gefunden, sehr schön. Alles klar. Wir sind auch gerade alleine auf dem Server, ne? Ja. Richtig. Niemand soll sich mit uns anlegen. Keine Sorgen machen. Sind wir safe. Zumindest vor gegnerischen Spielern. Ja, wir sind jetzt erstmal berühmt-berüchtigt als die, die First Blood haben. Richtig, das ist gut. Das ist nice, Mann. Die haben Angst vor uns. Man muss ja auch immer dran denken, wir sind unterirdisch, wir sind quasi an der Quelle für Eisen und so weiter. Ja. Ich glaube nicht, dass ein anderes Team jetzt irgendwie schon Brustplatten oder sowas hat an Eisen. Ja, das kann natürlich auch sein. Welche Höhe sind wir hier gerade so? Wir sind jetzt auf Höhe 71, da müssten wir ja auch schon mal bald rauskommen eigentlich. Ja, ne? Eigentlich, ja. Also wir sind in einem Gebirge gelandet oder so. 71 klingt es ja danach. Du kannst auch einfach mal M drücken. M? Dann geht eine Map auf. Okay, sieht nicht nach Gebirge aus. Sieht sehr grün aus. Okay. Ich habe mir mal die nächste Brust gemacht, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall jeder eine hat, genau. Jetzt haben wir alle, ja? Hier ist Wasser. Oh, Flo. Oh Wasser, shit. Ja, echt. Egal. Ich mach mal. Ah, verdammt. Warte, ich versuch's zu stoppen. Ich versuch's auch zu stoppen. Okay, hier habe ich's erstmal gestoppt. Also unten dürfte der Fluss dann irgendwann enden. Ja. Hier ist auf jeden Fall jetzt auch vorbei. Was du machen könntest, Cookie, ist dir die Tooltips anschalten. Dann siehst du ja, was für ein Block du vor dir hast. Und dann siehst du, ob das ein Monster-Egg-Stein ist. Wie mache ich denn das? Sag mir mal, wie das geht. Du musst ins Inventar gehen, auf E, und dann gibt's links unten Optionen. Links unten? Optionen? Ganz links unten. Und dann gehst du auf World, und dann gibt's Highlight Tooltips. Und das kannst du dann quasi einstellen. Geil. Oh. Und dann müsste man mir auch gleich nochmal erklären. Das ist richtig Nacht gerade geworden. Es ist Nacht, ja. Ja, lass uns wieder reingehen, oder? Meinst du? Ich weiß es nicht. Komm, so zweit geht das so. Seid ihr noch draußen? Habt ihr Brust? Wir sind draußen gerade. Ja, haben wir. Habt ihr beide Brust? Ja. Denkt halt wirklich dran, es spawnen viel mehr Monster als im normalen Minecraft. Oh Gott. Gerade hat mein Timer... Ich will weg hier. Lass uns wieder runtergehen. Was ist das? Ich hab. Du bist vergiftet. Ja. Geh da rein. Wo denn? Wo denn? Hier. In unser Loch. Hilfe! Geh in das Loch! Okay. So. Gut. Wir sind wieder safe. Außer du stirbst jetzt. Aber. Nein, alles gut. So. Soll ich dich mal schlagen? Nein, danke. Bitte nicht. Man muss natürlich auch darauf achten, ne? Aber man braucht auch ein bisschen länger, glaube ich, bis man die Steine dann abgebaut hat. Ich habe jetzt Eichensetzlinge tatsächlich. Das ist verdammt gut. Die sind nämlich draußen. Direkt vor der Haustür sind einige Eichen. Das ist wirklich so. Aber ich denke mal, wir versuchen möglichst hier unten zu überleben, oder? Also, dass wir bleiben auf jeden Fall in der Stadt. Weil hier unten wäre schon geil. Ja, quasi, dass wir hier unterirdisch leben, von dem her. Eben. Aber wir brauchten den Weg nach oben, ja, wegen Tiere und allem. Genau. Die Schweine habe ich auch schon gesehen. Das heißt, wir bräuchten noch irgendwie Karotten oder so. Habt ihr irgendwie irgendwas zum Anbauen mitgebracht?
Nee, es war ein bisschen gefährlich gerade. Außer Eichensetzlinge. Also wir müssten warten, bis es wieder Tag wird. Und wann das ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist gerade Nacht geworden, ne? Teils für den Baum brauchen wir auf jeden Fall noch irgendwas, was halt höher ausgehoben ist, ne? Ja. Braucht jemand vielleicht Essen? Ich hab Essen, noch, danke. Nee, geht eigentlich. Was auch sehr nice ist, wir können uns später eine Smeltery bauen. Und über eine Smeltery kann man so einen Hammer bauen, der dann gleich 3x3 Steine abbaut. Okay. Dann können wir uns natürlich hier unsere Gänge im Rekordtempo schlagen. Wäre natürlich nice. Bauen wir hier einfach ein bisschen höher ab, dann können wir, solange wir hier nichts zum Anbauen haben, ja, die Bäume hinpflanzen. Würde ich mal sagen. Knochen oder so hat noch niemand, ne? Nee. Doch, ist auch gefährlich, weil selbst Skelette sind nicht so wie normal. Die meisten Skelette haben so Elementarpfeile, das heißt entweder Giftpfeile oder Feuerpfeile oder sonstiges. Oh Gott. Achtung, das ist ganz schlecht. Wenn das passiert, ist da irgendwie ein Ultramob, der solche Fähigkeiten hat. Okay. Aber hier sterben irgendwie Viecher. Die Erfahrung. So, ich pflanze mal hier einen Baum an und hier einen Baum. Oh. Und die werden höchstwahrscheinlich niemals wachsen. Aber das ist egal, denn der Wille zählt. Ich bräuchte eine neue Spitzhacke. Ich habe ganz viele dabei. Ganz, ganz viele. Du hast ganz viele? Ja, ich mach dir eine. Dann mach dir eine. Nicht, dass ich deine nicht mag, aber... Sie sind auch ein bisschen benutzt schon. Vielleicht müssen die ein bisschen. Oh Gott, da ist ein Zombie. Hier ist ein Zombie drin. Ich weiß nicht, wo der herkam. Ja? Ach, der spawnt im Gang drin wahrscheinlich. Weil der nicht komplett ausgeleuchtet ist. Hat noch einer Kohle? Im Ofen bestimmt, ne? Ansonsten eher weniger. Ah, da klaut mir mal eins. Ich mach mal hier den Gang erstmal zu und markiere ihn mit einem Kupferbärbusch. Ich kann kein Kupferbärbusch. Ach doch. Gut. Die kann man nur da spawnen, wo es ein bisschen dunkler ist. Das sieht hier lustig aus. Wir brauchen auf jeden Fall einen Nebenplatz in die Höhe, auch in die Breite, oder? Ein bisschen überhaupt ja, nicht, wie Platz definitiv. Die brauchen. Ich glaube, ein 5 von 5 Feld brauchen die mindestens. Jetzt Oak? Okay. So hoch sind die auch nicht, ne? Also nee. kommt drauf an. Diese Riesenbäume werden ja dann sowieso nicht erwachsen. Ja, die kannst du vergessen. Ja. Und dann ich glaube, die so Fackel hier ist nicht gut. Ich glaube, die Fackel hier ist nicht gut. Ja, generell daneben so ist irgendwie immer nicht gut, ne? Ja, Hauptsache hell genug, ne? Ja, aber das Bäume brauchen nur hell, die brauchen keinen Platz zur Seite, ne? Nicht. Okay. Nur nach oben und hell. Wenn du das sagst. Wie viel brauchen die nach oben? Weiß das jemand? 4 oder 5. Okay. Ich glaube, also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 5 ungefähr. Also sollten wir vielleicht noch so 2, 3 nach oben machen und dann reicht es erstmal. Ja, von der Höhe müsste es so passen, oder? Ey. Aua, warum? Das hat mich geschlagen. Was hat mich geschlagen? Kann der Ohrbusch? Nee, der kann. Ja, doch. Wie manche Büsche am Dorn. Aber der Ohrbusch doch nicht. Doch, sieht so aus. Oh, Tatsache. Weil ich höre die ganzen Viecher und das macht mich richtig paranoid. Achtung, hinter euch, passt auf. Kann ich nicht einfach hier so ein Loch einboxen und dann mal so reinillern? Es kommt auch niemand auf. Das überrascht mich, ehrlich zu sein. Ja, ich hätte auch gedacht, dass die jetzt alle so 2-3 Folgen aufnehmen. Mhm. Party! Scheinbar nicht. Okay. Vielleicht warten die auch einfach, bis wir weg sind. Vielleicht haben sie wirklich richtig Angst. Denn wir sind gefährlich. Aber dann werden sie ja auch zu Recht, oder? Absolut zu Recht. Wir sind gefährlich. Wir sind die gefährlichsten Burschen. Oh, holy shit. Oh, was war das? Was? Ich weiß es nicht. Ich hab Schaden gefressen. Ultra. Hä, Spinnennetz? Ja, der hat ein Spinnennetz auf mich gebastelt. Zur Hölle, Alter. Wenn wir sie nicht, der stirbt gerade. Wenn wir den Ultramob killen, der droppt richtig gute Sachen. Verzauberte Rüstungen und sonstiges. Ja, ich glaube, der stirbt gerade. Ich glaube, der hat sich in eine Wand teleportiert. Aber wo? Deswegen dauert es so lange, bis er stirbt. Wir müssen einen Last Hit machen. Wissen wir? Sonst droppt er nicht, glaube ich. Oh Gott. Ja. Also nicht hundertprozentig. Wollen wir hier reingehen? Ja, los. Da unten ist er, da unten in der Lava. In der Lava? Scheiße. Ach, beim Lavasee. Ah, da kriegen wir ihn nicht. Pass auf, nicht, dass wir da reinfliegen. Alter, wie viel ich kann's ausmachen. Die haben bis zu 250 Energie. Er lebt noch. Oh. Aua. Jetzt hat er sich wieder woanders entwickelt. Vorsicht. Alter, der kann uns alle killen. Ich hab wirklich ein bisschen Angst. Ja, der hat mich. Also mit einem Hit hat er mich zum Hälfteleben gehittet. Ich glaube, das muss der mit Schuhen machen. Ja, die Schuhe machen den Unterschied dann, oder was? Ja, mehr als sicher. Ich bin dagegen. Wir müssen zusammen rauf. Der muss doch noch irgendwo in der Lava sein, oder? Ich hab richtig Angst, Alter. Oder ist er in der Wand? Der kann sich auch porten, theoretisch. Ja, ich glaube. Der kickt uns gleich in die Lava. Aber wir sollten ihn vielleicht nicht ausmachen, oder? Aber der ist eher in der Wand als in der Lava. Er ist gestorben. Oder?
irgendwo er was. Gestorben. Sieht man irgendwo was backen? Nee. Nee. Vielleicht? Keine Ahnung. Das ist richtig gefährlich, was ich hier gerade machen will. Okay, achso, jetzt kommen gleich welche rauf. Ja, ich habe Skype-Geräusche an. Ich muss sie erstmal wegmachen. Ja, da kommen Christina, Yannick und Co. Oh, Silberfische. Okay, alles klar. Ich hab mich nur erschrocken. Mach mich nicht fertig, Junge. Jetzt komm. Wie viel Zeit haben wir noch, Leute? Wir sind jetzt bei 10. Okay, also ein bisschen haben wir noch. Dann können wir eigentlich wieder mal nach oben gehen, oder? Ja, lass mal probieren. Wir brauchen ja auf jeden Fall Essen, weil ewig können wir halt nicht von dem zehren, was wir da haben. Ich habe noch 4 Steaks und... Ja, in der Kiste liegt halt auch noch ein bisschen was. Das ist so viel Essen jetzt hier hochzugehen. Wir müssen da schnellstmöglich Treppen hinmachen. Oder mit Leitern am besten noch. Stein habe ich genug, deswegen. Ja. Hm. Immer noch, ist tiefste Nacht. Nee, immer nicht noch. Nicht mehr lange. Okay. Der Mond ist schon da hinten am Untergehen. Können wir ja zumindest den Gang schon mal höher bauen, dass hier Treppen rein können einfach. Boah, wisst ihr, was richtig wichtig für uns wird? Was denn? Ein Silk Touch Pickaxe, damit wir Gras abbauen können. Oh ja. Ach so, ja. Hier drüben dieses Güsang-Blocki, damit kann man Chocobos zähmen. Ah, das mit dem Zeug hier? Am Spawn ist das vielleicht noch das Chocobo. Das kriegen wir aber nicht hier hin. Das ist ja über Command-Blocks. Wie weit sind wir denn entfernt vom Spawn? Glaube ich, Spawn war 0-0, ne? Ja, okay. Hier können wir Erdbeeren abbauen. Also die wachsen hier so. Ich möchte nur rote Beete, tut mir leid. Rote Beete ist Beste. Auf jeden Fall. Rote Beete ist leid. Ja. Kann man dieses komische Zeug noch für irgendwas gebrauchen? Man dieses Güsal? Kann man Essen daraus machen. Okay. Komm, jetzt machen wir wieder ein paar. Weil dafür bräuchten wir noch Zuckerrohr. Zuckerrohr? Corona und Co. kommen jetzt auch noch online. Werden ja wohl Zuckerrohr finden. Hast du die erste Folge überlebt? Skandal. Oder sind die 2 Stunden schon wieder rum? Es ist hell draußen. Es ist hell. Ich habe hier Weizenkörner und Schneeglöckchensamen. Schneeglöckchen-Samen, das sind die besten Samen. Ja, Mann. Oh, es gibt so viele Samen, wir brauchen eigentlich nur die normalen. Was richtig cool ist Barley. Kann man zufällig mit diesen komischen Runkeln, Kartoffeln, was auch immer das hier ist, Schweine fortpflanzen? Mit dem Güsal? Nein. Ich weiß nicht, ach so, Güsal. Oh, jetzt gehen sie los. Ich hab alle Raunensamen. Ja, wie kriegen wir die Schweine nach unten? Lassen wir die erstmal hier? Eine Leine wäre halt cool. Ja, braucht man Möhren, ne? Ja, Möhren. Oder da oben ist, glaube ich, ein Spawner drin. Ja. Wo denn hier? Wir holen den mal weg, ja. Was ist denn? Kann man den abbauen oder ist der nur so? Ja, ich hab ihn rausgenommen. Ich habe jetzt 7 Level. Okay. Ich meine, der ist jetzt ja nicht wichtig für uns. Wir haben unten genug Spawner. Oder hier drüben. Hier drüben sind auf jeden Fall richtig viele Bären, die Nahrung geben. Nice. Okay. Ja. Ich lass die Schweinchen mal in Ruhe. Ich kill gerade so ziemlich alles hier oben. Damit hier hinten ist irgendwie so eine Art Arena oder sowas. Nee, Arena ist ein bisschen zu klein. Dafür, aber irgendwas ist hier. Hier haben wir gesagt, dass wir leben, ja? Irgendein kleines Gebäude. Wo bist denn du? Ja, ich bin hier oben auf dem Berg. Hier? Du warst schon richtig. Ja. Hm. Da. Hier links ist irgendwie wie so eine kleine Arena. Wollen wir da mal hingehen? Warte mal. Ich will nicht so viel sprinten. Ja. Ach, das kleine Ding da. Ja. Das ist fucking Kolosseum, Alter. Hab ich mir auch so gedacht, deswegen nehme ich dich lieber mit. Ja. Man kann sich auf der Map auch irgendwie einen Wegweiser setzen, damit man wieder zurückfindet, wo der Eingang war. Der das geht mit einfügen. Das Problem ist, das ist meine Aufnahmetaste. Sehr gut. Was ist das hier? Irgendwo? Das war doch beim Wasser hier. Ganz viele. Da ist ein Zombie-Spawner drin bestimmt. Wahrscheinlich. Aber wenn du M drückst, dann kannst du doch Rechtsklick machen, damit kannst du auch so einen Marker setzen. Ich habe hier irgendwas richtig Dämonisches. Holy shit, da ist so... Oh Gott. Rettet mich, hier ist ein Ultramob. Oh Gott, ich bin Richtung Haus gelaufen. Wir haben Sattel und eine Dia-Pferderüstung gerade. Richtung Haus. Shit. Ja, ich sehe dich bei der Nordgames. An der Oberfläche? Mr. Flu. Hier geht's runter, hier kannst du... Ich hab irgendwie... Hast du Essen? Ja. Hä? Aber... Hä? Hä? Bei meiner Essensleiste sind Luftblasen, als würde ich ertrinken. Da spring kurz ins Wasser, spring kurz ins Wasser. Und tauch wieder auf. Hä? Weg? Was war ja, das? Ja, ist weg. Keine Ahnung. Das ist ein Zauber. Oh Gott. Geh tauch. Ertränk dich. Ich wirklich ertrinken? Du musst es tun. Dagegen kann man nichts machen. Für das Team. War auch, glaube ich, ein Bug. Kannst du mal versuchen zu rejoin? Ist das gewollt? Ja, wahrscheinlich. Es gab bei Mind Faction 1, glaube ich, mal sowas, dass man dann Schaden genommen hat. Oh Gott. Du musst echt im Wasser bleiben. Im Wasser einfach nur stehen. Flu, was ist das hier? Ich muss nicht mehr tauchen. Ich muss ja einfach stehen.
Moment, ich logge mich dann raus. Gut, ich glaube, damit kann man irgendeinen Boss spawnen. Okay. Ja, dieses dämonische Ding da. Ansonsten haben wir halt eine diamantene Pferderüstung und einen Sattel, ne? Also, da war dieser Bernstein. Bei diesem Dämonenring da, da war diese Ultramar fast überhaupt. Okay, kommst du hier mit? Kommst du mit zu mir? Lass uns das zweite Kolosseum. Scheint wieder zu gehen. Warte, dann war es auf jeden Fall nicht so gewollt. Das ist irgendwie. Ich will noch Samen mitnehmen, immer. Irgendwelche Magie oder sowas. Und zur Zeit dürfte es so langsam mal sein, oder? Ja, so langsam. Ja, ja, 15 Minuten, also jetzt so die Minute müssen wir Schluss machen. Runter. Okay, dann gehe ich auf jeden Fall nochmal runter in die Base. Wollen wir lieber auch runter oder wollen wir hier oben bleiben? Sehr nice. Machen wir noch nehmen wir die nächste Folge gleich direkt auf im Anschluss? Ich würde sagen, oder? Ja, ja, okay. Dann können wir hier oben bleiben. Dann können wir eigentlich weiter. Lass uns zum Eingang gehen. Ja, wir bauen hier noch eben zu. Wo war denn der? Bei irgendeinem See. Beim Wasser? Beim Wasser. Hier beim Wasser irgendwo. Ah, hier, der ist zugebaut. Ne? Ah, hier. Ich mach mal so einen Penis hin, genau. Mach das lieber nicht. Mach das lieber mit einem Marker. Weil sonst sehen die Leute ja, wo wir sind. Genau, wenn du mit M die Karte aufmachst, kannst du mit rechtsklicken Marker setzen. Und dann setzt ihr da irgendwo eins hin, wo es runtergeht. So, ich geh da schon mal runter. Okay, Name. Okay. Scheint zu klappen. Okay, gut. Irgendwie ging das nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Wie kann ich das bestätigen? Mit Enter. Nee, den sieht man bloß auf der Map dann sozusagen. Der wird nicht angezeigt irgendwie dann richtig. Genau. Auf der Map okay, recht, aber ja. Wir sollten jetzt echt mal runtergehen. Genau. Ich würde sagen, war eine schöne Folge. Ein bisschen was gesammelt hier. Wieder überlebt. Wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir die Schweinchen runterkriegen oder so, ne? Oder Kühe. Da, Kühe sind leichter irgendwie. Ja, Kühe, wir brauchen generell erstmal was zum Anbauen, damit wir die Tiere in Angriff nehmen können. Fall, noch haben wir wirklich nichts. Das heißt, in der nächsten Folge dann am besten Samen suchen, damit wir Weizen anpflanzen können und dann. Ich habe schon zwei. So. Genau, so machen wir das. Alles klar, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.